Und wieder ist es Zeit für eine neue Runde bei Let's Play World of Tanks. Und hier mit einem Replay mit dem AMX 50-100. Habe ich auch selten auf meinem Kanal, ist mir aufgefallen. Gespielt von Klaus und 2K, zusammen mit Gecko 74, beide aus meinem Clan. Also Grüße an dieser Stelle an die beiden Jungs. Ja, 8er, 9er und 7er Gefecht sowie 6er Scouts, aber die lassen wir einfach mal außen vor. Und das Matchmaking selbst ist sonst, glaube ich, ganz fair. Also von dem her sind wir mal gespannt, was die beiden hier so treiben werden. Los geht's. 47 Sekunden Reload ist natürlich schon eine Nummer, aber hat dann dafür auch 6 Schüsse im Magazin. Das ist wiederum ganz nice. Manche lieben den Panzer, manche hassen ihn aber auch. Also das ist irgendwie so eine Hassliebe, lustigerweise. Da gibt es weder richtig noch falsch. Aber das gibt es ja bei vielen Panzern in World of Tanks, also von dem her nichts Neues. Die beiden werden auf jeden Fall fahren jetzt erstmal hier Richtung Norden. Und wir wollen hier entweder... Bin gespannt, ob sie hier aggressiv nach vorne gehen oder ob sie sich doch ein bisschen zurückhalten und die Gegner kommen lassen. Gerade der AMX 50-100 ist ja doch eher so der Supporter und nicht die Frontsau. So wie der Indien auch. Jetzt parken wir auf jeden Fall mal nebeneinander. Bisschen kuscheln, muss auch sein. Auch innerhalb eines Clans werden Nettigkeiten ausgetauscht. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Jetzt warten wir einfach mal, ob sie da einen Gegner erspähen, weil unten im Süden, beziehungsweise da auf diesem Plateau, was ja sehr bekannt ist und hier auch gerne angefahren wird, da sind schon sehr viele Gegner gespottet. Also bis auf ein, zwei TDs, dann noch ein paar Scouts und die Artis ist da unten schon alles offen gewesen. Also man kann schon in etwa sich jetzt vorstellen, wo denn der Rest sein dürfte. Und da oben ist wohl nicht viel, schätze ich mal. Steht auch schon direkt 0-2 für den Gegner. Jetzt konnten sie aufschließen. Wollte gerade mit der Kamera ein bisschen rauszoomen, aber geht nicht. Da spinnt wohl das Replay wieder ein bisschen. Aber naja, machen die beiden bestimmt schon auch so. Auf jeden Fall, der Indian fährt jetzt hier mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht macht er was auf und will gucken. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie sich jetzt trennen werden. Jetzt geht auch meine Kamera wieder. Immer diese Replays. Gecko bleibt hinten stehen, macht da ein bisschen den Scout und hier Klausen will wohl zurück und da jetzt dementsprechend supporten. Das Plateau ist schon weg, das ist natürlich immer schlecht oder schade, weil es ist eine wichtige Stelle hier auf der Karte. Und das wurde denen doch sehr stark überlassen, aber mal schauen, ob sie es noch rumreißen können. Aktuell 3-4 und deutlich mehr Neuner noch beim Gegner als in seinem Team am Start, also... Da muss man schon sich jetzt ordentlich zurückkämpfen. 3-5. Ah, ihr seht, es wird hier ausgedünnt praktisch. Auch schon die erste Art hier jetzt raus. ST1 hier offen. Oh, und der... M103, jetzt schauen wir mal, was er mit seinem Magazin so hinbekommt. Erste hat schon mal gesessen. Zweite auch. Sehr schön. Oh, jetzt bekommt er hier einen rein, hat aber nochmal einen setzen können. Der hat nicht so getroffen. Mach ihn weg, mach ihn weg. Ja, schöner Hit. Ganz wichtig. Arti hat auch Gott sei Dank verschossen. 1100 Schaden direkt gemacht. Und der M103 weg. Also, der war nice. Jetzt ist er natürlich im Reload, da ist er anfällig. Drüben kommt der Ru Richtung den Indien und das Objekt ist da oben auch offen. Ja, der Ru wurde da mal ganz schnell vom Waffenträger rausgenommen. Bin ich gespannt, was sie mit dem ST-1 da machen.
T54 sind da ja auch noch. Einer noch mindestens, wenn nicht sogar zwei. Oh. Es kommt da nicht drauf. Ist noch im Reload. Genau, jetzt war da links raus. Da kommt er hoffentlich ran. Es steht jetzt auch 6-6. Also mittlerweile ausgeglichen. So, jetzt kommt er ran. Komm, nimm ihn raus. Ja, der war wichtig. Sehr schön. Da konnte er jetzt gut wirken. Und da, das ist das, wo der Panzer seine Stärke hat. Im Support. Der ST ist natürlich eine harte Nummer zu knacken. Sehr gut. Hat er geschafft. ST hat verschossen und da trifft er ihn und macht ihn raus. 3 Kills schon. Nice. Auch wichtige Kills hier in dem Fall. Weil so kann jetzt die Seite nicht mehr weiter gedrückt werden. Es kann keine Zangenbewegung seitens des Gegners geben. Arti trifft hier leicht im Splash. Gott sei Dank nur 32 Schaden. Ein Volltreffer hätte sehr, sehr unangenehm enden können. Da ist der nächste T54. Spitzelt da ein bisschen raus, aber... Ne, jetzt hat auch nur noch eine Granate im Magazin. Lädt auch jetzt direkt nach. Jetzt ist es in dem Fall mittlerweile so, 3 Kampfpanzer gegen... ich wollte 5 Kampfpanzer sagen, aber es sind nur noch 4. Da fährt der Gegner aber halt noch 3 Artis im Spiel. Sein Team nur noch eine und davon auch die niedrigste Tier mit Tier 7. Gegner Artis 9, 8 und 7. Beim Indiennetz da oben der IS-8. Jetzt hat er zumindest gleich nachgeladen. Gut beraten, da nicht vorher rauszufahren, nicht zu überhasten irgendwas. Hat noch recht viel HP, also von dem her kann er jetzt mal ein bisschen noch was riskieren. Jetzt ist die Frage, fahrt er... Genau, also er fährt nicht direkt in die Mitte, wie man hätte machen können. Sondern er wird es entweder aufs Plateau fahren. Er steckt zurück, weil er doch den M46 Patton haben will. Weil er hätte jetzt auch Richtung Plateau fahren können. Oder direkt auf die Artis losgehen können. Wäre auch funktioniert. Aber jetzt will er dann wohl doch den Patton haben. Ah, verschießt ihr? Jetzt aber, da ist er, der Patton, nochmal ein Stück weiter rausgekommen. Warum auch immer, was er da noch gucken wollte, ob er wirklich da ist. Aber durch diesen kleinen Schlenker nach draußen konnte er den hier zerstören. Ich will immer töten sagen, aber töten, das klingt zu falsch bei dem Panzer. Zerstören, das ist besser. Aktuell schon 4 Kills. Ja, läuft bei ihm, würde ich sagen. So, jetzt auf den Hügel oder Richtung Artis. Er fährt direkt Richtung Artis durch. Kann man auch definitiv machen, weil zumindest der T54 hat nur noch 450 HP. Also der ist auch durch einen One-Hit vom Rheinmetall und einen One-Hit vom Waffenträger. Und der IS-8, der ist klar, wo er ist. Da wäre er vom Hügel eh nicht so gut drauf gekommen. Von dem her, jetzt lädt er nach, um dann final die Artis jagen zu können. Mit einem vollen Magazin. Auch hier ist es wieder, man muss da ein bisschen Geduld haben, um nicht zu früh rauszufahren und um nicht zu früh sozusagen dann doch mit heruntergelassenen Hosen dazustehen. Deswegen jetzt bei nur noch 6 Sekunden Restzeit kann man das schon durchaus machen. So, jetzt hat er nachgeladen. Da ist der T54. Mit dem hat er da wohl nicht gerechnet. Erster Hit sitzt, zweiter Hit sitzt auch und jetzt weiter, fahr weiter, fahr weiter. Er hat noch 4 Granaten im Magazin. Jetzt wissen natürlich auch die Artis, was die Stunde geschlagen hat. Also die werden jetzt natürlich damit rechnen, dass der da den Weg hochgefahren wäre. Deswegen gute Idee jetzt, da den etwas anderen Weg zu nehmen. Und eher die Mitte dann nach oben zu fahren und nicht diesen kleinen Seitenweg. Weil da kann man natürlich darauf wetten, dass die Artis da schon eingeämmt werden. Hat jetzt auch schon 5 Kills. Nur noch einer zum... Krieger. Mir fehlen heute aber auch schon wieder die Worte. 700er Kelle, die war wahrscheinlich vom Waffenträger so hart. So, Artis noch nicht offen. Eine...
Oh, eine Art, die hat er sogar noch hier dementsprechend anrichten. Nein, nicht so. Lass dir doch Zeit. So, war jetzt gerade ein bisschen zu weit unten. Oh Gott. Erster sitzt, jetzt hol dir den Krieger wenigstens. Es ist halt brutal wenig Platz, also da hat er ein paar Schüsse gewastet, auch wenn man gerne natürlich schnell die Artis wegholt. Aber das war nicht notwendig. So, jetzt konnte er den zerstören, hat aber jetzt wieder die ganz lange Reload-Zeit, also er hätte mit dem Clip noch definitiv ein, zwei Schüsse mehr setzen können auf die Artis. Noch 25 Sekunden, das ist natürlich bitter, weil jetzt wird der Indian wahrscheinlich einmal noch eine Arti bekommen, was natürlich für die beiden gut ist, dass er dann jeder drei Kills hat, aber der Indian bekommt noch ein. Und der Rheinmetall vielleicht auch noch. So. Da ist. Ah, den kriegt er noch. Lustig. Den Kill macht er noch klar. Arti hat verschossen. Hat nachgeladen. Erster Hit. Und zweiter. 3200 Schaden. 10 Kills im Zug gemacht. Das muss man sagen. Chapeau, Hut ab. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Bin stolz auf euch und ihr dürft im Clan bleiben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr könnt was mit dem Video und dem Panzer anfangen. Deswegen lasst mir doch ein Abo bzw. einen Kommentar sehr, sehr gerne da. Ich würde mich freuen. Bis bald, euer Alcaramba.